Ja, ich habe die Waffenwerkbank hier hingewerbt. Die wird jetzt schon gerade gebaut. Holz hatte ich besorgt. Ich war aber auch hier und habe hier eigentlich. Nee, da fehlte uns ja der Palsaft für diesen Vogel. Das heißt, wir wollten eher. Ja, da brauchen wir für den Palsaft, brauchten wir aber, wie gesagt, die Dingens. Ne? Sag schon, in den Safter brauchten wir die antiken Bauteile, die wir nicht haben. Okay, dann ist das nicht so. Dann gehen wir mal schnell gucken, was uns die neue Werkbank bringt. Ihr guckt das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, dann schauen wir doch noch mal rein. Okay, da gibt es jetzt nichts Besonderes zurzeit. Das, was da alles ist, bis vielleicht auf die Feuerpfeilarmbrust. Ist das alles wie gehabt? Ja, wir können mal gucken, ob das Ei fertig ist. Das hatte ja nur 10 Minuten. Ja, das ist fertig. Dann können wir das mal ausbrüten, gucken, wer dabei rauskommt. Und die Palbox können wir auch verbessern, sehe ich gerade. Dumut. Wenn dieser Pal sich zu sehr entspannt, sinkt seine Reaktionszeit ins Bodenlose. Auch wenn man ihn in Würfelschnitte würde, er wahrscheinlich erst am folgenden Morgen merken, dass er tot sein wird. Okay. Ja, wir hatten ja auch noch andere. Da müssen wir mal gleich gucken. Oder wir gucken mal gleich sofort, sonst haben wir es wieder vergessen im Palpedia hier. Wir hatten da ja so ein paar andere schon unterwegs vorhin. Oder in der letzten Folge, vielmehr nicht vorhin. Fixi, Hokorates, ne, den haben wir schon gesehen, aber nicht gefangen. Depresso, ne, Kremis, Rushmore, Nox ist zum Beispiel aus dem Ei geschlüpft, glaube. Sammeln, okay, das war jetzt aber nicht so. Fuddler kennen wir schon. Kilemari. Mao, der ist aus dem Ei geschlüpft, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, glaube ja, ne, oder? Der Farmarbeit Level 1, also auch nichts Besonderes in dem Sinne. Hier Caprizi, Capriti, den haben wir irgendwo erwischt. Der hat Aussaat 2 und Farmarbeit 1. Alpaka war klar, Aigtier war klar. Und Dumut war jetzt der, den wir gerade gekriegt haben. Aber der ist irgendwie eigentlich im Wasser unterwegs oder was? Der kann Bergbau 2 und Bewässerung 1 und Transport 1. Okay, das heißt, Dumut wird jetzt gleich bestimmt irgendwie ausgewechselt werden. War noch wer, den wir hatten? Dazzy kann irgendwas mit Strom, aber auch alles nur auf Level 1. Surfend. Der kann Bewässerung 2, aber der ist für mich. Ach, der kann im Wasser. Okay, ne, der war das gar nicht dann. Ah, den Sattel haben wir dafür gebaut, glaube. Ich dachte, der könnte fliegen. Da habe ich mich wohl vertan. Surfen ist Wasser, ne? Und nicht. Okay, da ist jetzt nichts. Dann gehen wir mal in die Technologie gucken. Da haben wir noch 2 und 1 Punkte. Von denen Antiktechnologiepunkten brauchen wir noch einen, um was zu machen. Und Technologiepunkte haben wir 2. So. Hier auf der Werkbank habe ich definitiv dann den Enterhakenpistole gemacht, weil die hatten wir meines Erachtens dann doch nicht. Höchstens es wäre im anderen Lager. Da habe ich jetzt nicht, natürlich nicht geguckt. So, und jetzt ist dann die Frage. Oh, was habe ich gemacht? Ah, gut, eh war nicht schlimm. Kommt die hier vor? Ne, die kommt hier nicht vor. Die müsste ich dann wahrscheinlich irgendwie. Equipten, ne? Ist das Accessoires? Ne. Das wird dann eine von diesen hier sein. Muss ich dann da reinnehmen, ne? So, und da ist das Interessante, was wir dann ja mal hier hinten gucken können gerade. So, in diesem Moment sind wir überladen und jetzt mal gucken, wo sie ist. Da ist sie. Ha? Okay, da müssen wir jetzt nur lernen, wie damit umzugehen ist. Ja, wie komme ich denn da wieder runter? Also, ich muss jetzt. Okay. Springen kann man halt nicht, ne? Okay, da muss ich noch lernen, mit umzugehen wahrscheinlich, ne? Die schießt jetzt nicht.
Aha, und dann kann ich wieder weiterlaufen. Ich werde das mit der Zeit hinkriegen, denke ich. Zement haben wir auch mal irgendwann gebaut, okay. Okay, dann kann man auch mit Control abbrechen. Sehr interessant. Ne, da wollen wir nicht hin, wir wollen dahin. Und packen hier gerade aus. 84 Holz haben wir da, dann haben wir schon mal genug Holz. Hier sind noch ein paar Steine. Und der Rest, ja, die Fackel lassen wir mal da im Inventar. Wir können hier noch mal gerade reingucken, wie sieht es hier aus? Okay, hier sind noch mehr Sachen mit Holz und sowas drin da mittlerweile. Was macht denn unser Kühlschrank? Hat noch Beeren drin und hat noch Eier drin, ne? Was können wir mit dem Zement anfangen? Weiß ich nicht. Der war hier unten jetzt, ne? Steinhäuser bauen wahrscheinlich. Und was haben wir hier? Hier hatten wir nichts. Doch, die Dingens hier jetzt da. Naja, okay. Da kommen wir nicht weiter. Hier können wir gerade noch mal anschmeißen. Ich glaube, da müsste noch was gehen. Okay. Wir haben kein Ei geholt, können noch ein Ei zulegen. Warte, das war da, glaube ich, oder? Ja. Dann machen wir das einmal da rein. Und gucken zu, dass wir das Ei noch ausbrüten, weil da hatten wir keins reingelegt. Das war nicht so dolle. Aber das haben wir jetzt auch hingekriegt. Das braucht 7 Minuten, okay. Ui, ne, Sphäre habe ich, glaube ich, selber eine fertig gemacht. Das macht keiner. Da gibt es keinen Pal für, der das kann. Aber da müssen wir mal nach den Pals gucken. Erstmal schauen wir auf Lagerverbesserung. Dann können wir noch einen mehr einstellen. Und dann Bau Opal Flauschbett und setze einen Pal für Arbeiter im Lager ein. Okay, das ist ja jetzt nicht so schwer. Jetzt müssen wir gerade gucken. Wir hatten ja einen, der. Hier, er war ja Level 2 oder so, ne? Da ist der Fisch, der braucht kein Wasser, finde ich krass. Und dann müssen wir mal gucken. Wer war hier Level 2? Hier 2 beim Sehen und 1 beim Feldarbeit oder was es auch ist. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Hier, er kann rausfliegen, weil der kann das doppelt so gut und er kann auch da zusätzlich das mit dem Zaun machen. Ja, wenn ich sehe, wie er läuft, ist er nicht der schnellste, ne? Aber wir werden sehen. Das haben wir alles. Ach, was ich machen wollte, ich wollte noch eine Farm bauen, ne? Hier, diese hier, können wir die schon? Die können wir sagen, tatsächlich bauen, aber wo kann die hin? Warte mal, wir gehen da hin und okay, das sieht erstmal schon mal riesengroß aus. Okay, dann kann ich das selber drehen. Aber oh, ich glaube, die ist zu groß. Wir können die gar nicht hier hinstellen. Kann das sein? Hier ist schon die Grenze. Nee, ich glaube, das passt hier nicht mehr hin, oder? Das klappt nicht. Das heißt, wir werden das sein lassen. Es ist schon ziemlich dunkel. Ich glaube, wir sollten schlafen gehen gerade. Aha, der hat das schon gemacht, was es auch immer für ein Tier ist. Es ist mir zu dunkel hier. Lass uns gerade schlafen gehen. Dann sehen wir wieder was. Und dann gehen wir ins andere Lager und dann gucken wir da, ob wir das Ding ins dahin kriegen, ne? Ne, das war V. Flauschbett, das müssten wir mal gerade gucken. Wo können wir denn ein paar Flauschbett bauen? Hier? Nicht wirklich, ne? Ne. Aber so bauen wäre es ja vielleicht auch, oder? Da ist es nicht. Hier ist Bett, aber hier ist ein Strohbett nur. Das heißt, das müsste man wahrscheinlich dann wieder freischalten, ne?
Vielleicht liegt es auch hier hinter Sandsack. Brandfackel, Schaukäfig, Feuerheizung, Giftpfeil, Eiskühler, Nagel, Megaleiter, olympisches Feuer, Zement hatten wir hier, Eiskühler, naja, das Flauschbett haben wir wohl noch nicht, ne? Ja, das heißt, wir müssen da noch was freischalten für. Sieht wohl so aus. Gibt es hier auch eine Suchfunktion? Wohl nicht, ne. Okay, dann haben wir das noch nicht. Hier gibt es ein paar Spiegeleier. Die packen wir schnell hier noch rein. Die gebratenen Beeren, naja, die sind gleich alle, das ist aber nicht schlimm. Wir gehen mal ins andere Lager. So, hier haben wir mehr Platz. Hoffe ich. Hier haben die ganz viel hingeschmissen schon. Vielleicht geht hier das, diese Zuchtfarm hin. Mal gucken. Da war sie. Aber hier fehlt Holz und Fasern dann in diesem Lager. Okay. Okay, da haben wir jetzt, glaube ich, einen Fehler gemacht, ne? Kann das sein? Nee, doch nicht ganz so schlimm. Wie lädt die sich auf? Keine Ahnung. Okay, das hat auf jeden Fall geklappt. Da muss ich noch mit lernen, umzugehen, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt noch nicht gereicht hat. Sehen wir aber, wenn wir jetzt hier rausgehen und dann auf Bauen gehen. Ne, reicht noch nicht. Baumodus reicht. So, jetzt wird's spannend. Ist schon recht groß, ne? Ich habe gedacht, das würde hier hinpassen, aber. Oh, da! Bauen wir. Oh, hier wird das Getreide nicht abgebaut, oder wie sehe ich das? Naja, aber wird schon passend sein. Ich glaube, hier im Essenstopf haben die immer das andere Zeug drin, ne? Oder auch nicht. Haben wir gerade ein paar Beeren. Ne, da war es gar nicht drin. Da hinten war es drin. Hier, da ist es drin. Was macht er denn da rechts? Erschöpft, oder was? Ne, da ist nicht erschöpft. Das brauchen wir. Und das kann da rein. So wie es aussieht, sind sie dann schnell länger satt oder so, ne? Kann das sein? Hier können wir jetzt ordentlich hoffentlich machen, ne? Ja, 27 mal Mehl mahlen, das ist ja schon mal was. Und er macht das auch einer. Ja, das ist egal. Dann lass uns mal schauen. Das sind die Beeren, das passt alles. Wir sammeln mal gerade hier ein bisschen ein. Vielleicht ist da oben auch noch was zum Sammeln, weiß ich nicht. Hier ist fertig. Paarung ausgesetzt. Eine Torte fehlt. Okay, wir müssen jetzt eine Torte haben dann dafür. Okay. Hochzeitstorte oder was brauchen wir da? Gehen wir erstmal hier gerade durch. Und die Torte gibt es hier wahrscheinlich, oder? Sonst kann ich da natürlich nicht reingucken. Ah, das ist schlecht. Ja, mach da. Kannst uns gerade hier reingucken. Hier ist nix. Kleine Werkbank, was macht die? Auch nix. Torte wüsste ich jetzt auch nicht, dass da was ist. Hier können wir bestimmt was reparieren. Ja, die Axt zum Beispiel. Haben aber keine Metallbarren, dann geht das auch nicht.
Was machen die? Baden gehen? Sieht so aus. Gut, hier reinschmeißen. Getreide, ja. Steine. Das Mehl können wir dann hier. Nee. Mehl lassen wir nicht hier, das bringt hier nichts. Das legen wir gerade hier rein. Ah, guck mal, da sind schon 10 drin, ne? Ich weiß aber nicht, wie weit die da unten mit dem Mahlen fertig ist. Ne, der ist noch zu Gange. Aber er ist hier fertig. Das ist gut, dann sehe ich, was wir für die Torte brauchen. Da ist die Torte. Mehl, rote Beeren, Milch, Ei und Honig. Honig haben wir nicht. Milch können wir, glaube ich, beim Händler kaufen, aber 7 Stück, ne? Da brauchen wir irgendwelche Kühe. Wie weit ist er? Ja, noch reichlich zu tun. Ich breche das gerade ab, dann kann ich da alles reinlegen. Ich glaube, jetzt haben die gerade das hier weggenommen, ne? Da drehe ich das jetzt darüber, wetten. Hat gut geklappt dann. Hier die 14 auch noch da rein, bitte. Ich hoffe, jetzt habe ich es gekriegt und nicht die anderen. So, jetzt nochmal produzieren, bitte. Ja, die Torte, das wird dann schwierig, ne? Ja, dann können wir aber erstmal hier Toastbrot weitermachen, glaube ich. Brauchen wir nicht. Okay, die kloppen die Steine da. Hier am Lager haben wir auch einiges jetzt schon gemacht. Aber die Palbox, da kann noch einer rein, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, wer? Gehen wir erstmal durch. Eins. Die können alle nur eins. Der kann auch nur eins. Der kann 5 verschiedene Sachen, aber jeweils nur einmal, ne? Aber den haben wir tatsächlich hier noch nicht. Dann setzen wir den als erstes mal gerade da rein. Könnte Strom machen, ne? So, und die anderen sind alles einfacher auf jeden Fall. Der Dumbo ja auch einfach, ja. Das heißt, auch da ist noch eine Reihe. Er könnte zwei bewässern, aber ich glaube, das ist jetzt. Na, warte. Kann nur sehen. Kann das wer anders auch noch? Hat mehrere Möglichkeiten. Wir waren das hier mit Gießen. Er ist hier mit Gießen. Da haben wir einen, okay. Sehen kann nur dieser Gummus oder was? Ne, hier ist noch jemand mit. Ach, er kann auch sehen. Dann wäre es ja sinnig, den auch noch rauszuschmeißen gegen den hier. Ne, den nicht, sondern den hier. Dann hätten wir da zwei von, ne? Strom, Handwerk und Tragen. Aber auch alles nur eins, ne? Was ist das? Holzfällen, ne? Kann er auch noch, das ist auch gut. Ich glaube, dann lassen wir das mal so. Und da fällt ja auch schon gerade ein Baum, glaube ich, ne? Die beiden sind am Baumfällen, alles klar. Wäre schön, wenn noch einer hier Eisen machen könnte, ne? Aber ich glaube, das klappt auch nicht so. Steine. Das Holz da. Die Beeren. Da müssen wir auch gucken, dass wir die irgendwo hinräumen. Ja, Zement lassen wir hier, weiß ich auch nicht. Haben wir da irgendwo gemacht, aber war wahrscheinlich gar nicht nötig. Die Beeren können wir hier reinschmeißen mit dem Essen. Ja. Ah, ich hätte es auch so machen können, ne? Naja, dann.
Passt erstmal. Ist da hinten noch Wasser? Da hinten wird noch Wasser gemacht, also brauchen wir da noch nicht hin. Und die Dingen sind hier auch noch nicht fertig. Lassen wir so. So, hier wird jetzt Männchen und Weibchen gebraucht. Und dann noch eine Torte. Paarung ausgesetzt, ja, aber wie kriege ich das hin? Ich müsste wahrscheinlich hier eine Torte hinmachen und dann kommen die von alleine. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, aber nicht jetzt. Gut, was brauchen wir jetzt, ist die Frage. Eigentlich für den Palensaft, da müssen wir jetzt Metallbarren und antikes Bauteil haben. Das wird etwas schwierig mit dem antiken Bauteil. Metallbarren wäre nicht das Problem. Das heißt, wir gehen mal auf die Karte gucken. Ja, wir müssen hier irgendwie noch weiter entdecken, glaube ich. Vielleicht hier zum kleinen Dorf oder hier zur verlassenen Kirche und dann weiter hier rüber gehen. Mal gucken, was hier noch so ist. Oder da unten waren wir auch noch nicht, ne? Vielleicht gehen wir auch zum kleinen Dorf. Ich glaube, wir gehen zum kleinen Dorf. Wo ist der Tisch? Hier. Kleines Dorf, ja, da reisen wir hin. So, und dann müssen wir mal schauen, wo wir lang können. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal auf die Karte nochmal. Jetzt will man nach da gehen, das ist verkehrt. Ich würde hier runter wollen. Weil hier unten geht es ja noch ein Stück weiter vielleicht, ne? Das wäre dann da lang, glaube ich, oder? Mal gucken. Ne, natürlich nicht. 180 Grad gedreht, da lang. Ja, müssen wir mal gucken. Hier kann man hoch, dann gehen wir da mal hoch. Dann biegen wir rechts ab. Und da oben sind noch solche Viecher. Die haben wir auch noch nicht genug, ne? Das ist die falsche Waffe. Wo sind jetzt die Armbrust? Die kommt jetzt wieder nicht, da ist sie. Zwei Schuss leider tot. Okay, wo ist er? Sag jetzt nicht beide tot. Na super. Das hat ja gut geklappt, ne? Okay, die haben den dann angegriffen. So, nochmal Karte gucken. Ja, und dann nach links da. Da sind auch welche, die wir noch gar nicht haben. Kann da sein, oder? Oh, die explodieren. Puh. Die sind ja doof. Ja, leider auch kaputt. Dann kriege ich die nicht. Megasphäre, Brot und Goldmünze. Mir wäre lieber eine Zündkerze gewesen oder zwei. Hier noch was Besonderes. Nur diese Federn haben wir noch gekriegt. Ist da noch was? Ja, ist nur ein Stein. So, jetzt sind wir hier. Karte. Blick ist richtig und dahin waren wir noch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da rüber kommen, ne? Müsste ja eigentlich klappen, ja. Oder auch nicht, ne? Das wird teuer. Wir haben es überlebt. So einen brauchen wir auch noch bestimmt. Ja, ein Schuss und tot. Nein, doch nicht. Er hat mich noch getroffen. Aber den müsste ich doch kriegen, oder? Von denen habe ich noch keinen. Oder einen.
Aber wir haben tatsächlich schon vier davon gefangen. Ich dachte, wir hätten nur einen davon gehabt. Hier ist so eine Schnecke, die ist gut, aber ich würde es jetzt nicht machen, weil es gerade nicht der Moment dafür. Genau. Ich weiß gar nicht, wo war das beim PAL-Index? Wollen wir mal sehen, wie viel wir haben. Wo ist denn der Gummus? Komplett. 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 Liebmunk fehlen uns. Da fehlen uns auch noch zwei. Da lief gerade einer rum im Foxpark. Die Frage, ob das Sinn macht, hier gerade so mittendrin, ne? Jetzt haben sie den Wald wieder kaputt gemacht, ne? Gut. Einer brauchen wir noch dann. Einen. Da sind auch die fliegenden Dinger, die brauchen wir auch noch bestimmt. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut und in der nächsten Runde machen wir hier weiter, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.